Hallo, ich bin Kaline, ich lebe in Berlin, mache Schauspiel und DJ und bin dann Mama geworden von meiner wunderbaren kleinen Tochter Liara. Ich musste mich da erstmal neu definieren und habe mit meiner Freundin zusammen, Jamie, It Moms gemacht. Das ist unser Blog und ja, erzähl du mal. Also ich bin Jamie und klar lebe wie Kaline hier in Berlin. Ich bin die Mutter von der Violet. Ich habe hier gemodelt, mache mit Kaline den Blog It Moms und wollen damit ausdrücken, dass man halt noch ein ganz normales Leben weiterführt, auch wenn man Mutter ist und nicht einfach nur sich um die Kinder kümmert. Genau, und nehmen euch heute mit auf eine wunderbare Reise zu unseren Lieblingsorten. Zeit für Brot ist momentan unser absolutes Lieblingscafé hier in Mitte. Es ist bio. Es ist nachhaltig konzipiert und es ist vor allem auch total schön hier drin. Genau. Wir sind jetzt hier im Me Collectors Room und hier ist die Ausstellung Art & Toys und das ist für klein und groß interessant, deswegen kann man hier wirklich super mit seinen Kindern hingehen und wir werden sicherlich auch hier drüber schreiben auf unserem Blog. Die S-Bahn und die Tram gehören in Berlin absolut zum Stadtbild. Und wenn man mal nicht mit dem Auto fahren möchte, dann bringen die Öffentlichen einen auch ganz gut von A nach B. Sonne, Regen, Wind, Sturm, ist alles möglich an einem Tag in Berlin und da muss man natürlich für gewaffnet sein und trotzdem raus. Eigentlich wollten wir gerne zeigen, wo wir entspannen und Yoga machen. Rooftop-Yoga in der Mitte von Berlin mit einer wunderschönen Aussicht. Wir wollen uns natürlich auch fit halten und dafür ist Yoga der ideale Sport. Berlin spielt nicht immer mit dem Wetter und so ist es auch heute. Auch wirklich sehr gut shoppen gehen. Das machen Jamie und ich auch sehr gerne. Unser absoluter Lieblingsladen ist das Woodwood, in dem wir hier gerade stehen, in der Rochstraße, weil die haben einfach die ausgewähltesten, schönsten Sachen und man findet immer was. Zu haben ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die wir gerne annehmen und das ist einfach das Schönste auf der Welt, Mutter zu sein. Ja, und man will auch mit nichts auf der Welt tauschen wollen, nie wieder nie. Und jetzt müssen wir uns ausruhen. So.